Ich habe letztes Mal zum Thema Übertragungsmedien, Kabel in Anführungszeichen, über den Kanal, den wir benutzen, um unsere Signale zu übertragen, bin ich noch hier bei dieser, ich glaube hier genau stehen geblieben, bei dieser Folie Lichtwellenleiter. Ich hatte ja über die geführte Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen schon gesprochen, mit dem Waveguide hier. Und heute wollen wir uns Wellen in einem anderen Spektrum betrachten, beim Licht, sichtbares Licht, Infrarotlicht und so weiter. Wir wollen also als Datenträger für die Symbole, die wir da haben, Licht benutzen. Und die einfachste Idee ist für das Licht benutzen als Datenträger, dass man das Licht mal ein- ausschaltet. So was nennt sich, dass wir ja, Intensitätsmodulation. Ein- ausschalten ist vielleicht nicht die perfekte Idee, aber wir könnten zum Beispiel, wie Sie es hier oben sehen, für den Nuller, also wir haben das Licht mit halber Intensität eingeschaltet, für den Nuller schalten wir das kurz fast aus und für den Einser schalten wir das Licht ein. Oder auf volle Stärke. Und Sie sehen hier, dass wir zwischendurch immer zu diesem mittleren Niveau zurückkehren bei der Intensitätsmodulation und dann zur vollen Stärke, wieder zur mittleren zurück, zur vollen Stärke und so weiter für diesen kurzen 5-Bit hier. Und wieso dass wir das Licht, wenn wir es mit einer Taschenlampe oder mit so einem Laserpointer hier ausprobieren, vielleicht hierhin einschalten, ausschalten, wieso das dann sogar um die Kurve geht, das Licht, das müssen wir gleich noch diskutieren, aber da gibt es einen passenden physikalischen Effekt dafür. Wir können nämlich Licht nicht nur hier im freien Raum in der Luft übertragen, sondern wir können es auch in Glas übertragen, das sieht man ja hier auch in unseren Fenstern, oder mit dem richtigen durchsichtigen Plastik. Und wenn wir jetzt nicht wie beim Fenster das Glas nur so dick machen, sondern länger ziehen, ganz lang ziehen, einen dünnen Glasfaserstrang nehmen oder einen dünnen Plastikstrang nehmen, dann können wir da drin auch Licht übertragen. Das mit der Kurve habe ich immer noch nicht erklärt, das muss ich doch gleich noch erzählen. Zunächst aber noch vorneweg, diese dünnen Glasfasern, die zerbrechen natürlich leicht. Noch leichter als ein Glas, das man in der Hand hat. Das bricht unter Umständen auch, wenn man das zu stark biegt. Was noch dazu kommt ist, dass abgesehen davon, dass es leicht bricht, ist, wir wollen es natürlich auch um die Kurve verlegen, wir müssen uns also überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir das vernünftig auch mal im Bogen verlegen können. Was noch dazu kommt, ist, dass wir die Endstücke bearbeiten müssen. Bei einem normalen Kupferkabelstecker, den nehmen wir, naja, das wird hier irgendwie abisoliert, da kann man noch ein bisschen rumlöten, einklemmen und dann wird es irgendwo in die Wand gesteckt. Sowas braucht man natürlich auch für optische Kabel, das Zubereiten der Endstücke, das heißt hier konfektionieren, das ist gar nicht so trivial, ich habe da mal vor vielen Jahren zugeschaut, wie man das macht, muss man also erstmal möglichst glatt abschneiden und dann wird das in so einer Schleifpaste auf so einer speziellen Unterlage das Ende angeschliffen, so ganz leicht runden Form, beide Enden natürlich, da muss noch irgendwas zum Festschrauben drüber kommen, dann werden diese zusammengesteckt mit einem Bajonettverschluss oder sowas ähnliches. Da braucht man aber ein paar Minuten pro Endstück, außer man macht es in der Fabrik, da geht es vielleicht ein bisschen flotter. Ja, wie gesagt, es kann leicht brechen beim Biegen, aber ein bisschen muss man es natürlich auch biegen können. Und wenn wir uns jetzt mal hier eine Kabelstruktur ansehen, ich habe jetzt diese hier mal so als gezeichnet, Sie sehen so ein optisches Kabel, insgesamt so knapp 10 Millimeter Durchmesser, also 1 Zentimeter in diesem Beispiel, aber die eigentlichen Glasfasern, die eigentlichen optisch aktiven Elemente, die sind nur ganz dünn, Sie sehen es ja hier im Verhältnis, also so ein Strang, der ist nicht mal einen Millimeter dünn und das restliche Zeug drumherum, also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 solche Glasfasern und der restliche Kram, den Sie sehen, das hier, das sind so Kevlarfasern, also so ein hochfestes Material, das dient zur Zugfestigkeit, wir wollen ja auch mal beim Verlegen, muss man auch ein bisschen anziehen, um das irgendwo reinlegen zu können.
auf der Baustelle sind die Leute nicht so super vorsichtig. Also das dient zur Zugentlastung dieser bräunlichen Fasern hier. Oh, eine Frage. Oh, für was ist das Aluminium außenrum da? Diese, ja, ich komme gleich dahin. Diese Blechhülle hier außenrum, die dient insbesondere der Biegefestigkeit, ne, dass man nicht das Kabel so nehmen kann und einfach so biegen kann, sondern dass man es eben nur so biegen kann. Wenn ich das Glasfaserkabel so ganz eng biegen würde, dann würden natürlich die Glasfasern hier brechen. Und das Alu außenrum, das gibt gerade hier die Festigkeit, dieses Aluminium hier, die Festigkeit, dass es eben nicht zu stark biegen kann, dass man es nur so ein bisschen verformen kann, in einem flachen Bogen verlegen kann. Also die Zugfestigkeit, die kommt aus diesen Kevlarfasern, dass man es nicht abreißen kann. Und die Biegefestigkeit, das war ja die Frage, die kommt von dem Aluminium. Und dann braucht man noch ein bisschen Polyurethan, also auch ein flexibles Plastik außenrum. Und diese Dinger, die kann man also dann im Graben neben der Straße verlegen. Sie haben es wahrscheinlich auch schon mal gesehen, dass die an der Autobahn so alle paar hundert Meter so ein kleines Loch ist und da sind irgendwelche Leute zugange. Da wird dann zum Beispiel so ein Kabel unter der Erde mit einer Spezialmaschine lang geschoben. Und dazu braucht man natürlich eine gewisse Festigkeit von dem Ganzen hier. Und naja, auf der Baustelle geht es eben teilweise munter zu. Jetzt müssen wir uns aber noch damit beschäftigen, wie das Licht in diesen kleinen weniger als ein Millimeter. Und das hier ist ein Millimeter und dann ist das hier ein Drittelmillimeter oder noch weniger, wie man das da drin das Licht überträgt. Ach so, das habe ich noch nicht gesagt am Anfang. Das Licht senden, das machen wir mit LEDs oder Laserdioden und den Empfang natürlich mit entsprechenden Fotodioden oder Fototransistoren. Über den Verstärker aus Erbiumglas, und da ist auch noch so ein Pumping-Laser dabei, da muss ich dann später noch sprechen, da kommen wir aber nochmal drauf zurück, das ist auch ein ziemlich interessantes Kapitel. Also das elektrische Signal, das optische Signal, das wird produziert hier in diesem Laser. Wir haben hier das elektrische Signal, das da ankommt, Nullen und Einsen, also Spannungsniveaus, sagen wir mal 2,5 Volt für diese Mitte, 0 Volt und 5 Volt oder 0,5 Volt und 4,5 Volt, so die Größenordnungen. Und dann wird der Laser hier stark und schwach geschaltet. Und in der Glasfaser breitet sich das Licht aus. Wenn es hier an den Rand stößt, da sprechen wir gleich noch drüber, dann wird es reflektiert, zumindest teilweise reflektiert und hier wieder reflektiert und so weiter. Das geht hier also großteils in so einem Zickzackpfad von links nach rechts, so wie das Gartenschlauchtelefon, über das wir beim letzten Mal ja ein bisschen gesprochen haben. Auf der anderen Seite kommen also Lichtimpulse an, Photonen, und die werden hier mit so einer Fotodiode in Empfang genommen und je nach Intensität leitet die oder sie leitet nicht. Und wir können wieder diese Intensitätsmodulation von der optischen Intensitätsmodulation in die elektrische zurückverwandeln. Zum Funktionsprinzip, jetzt ist sozusagen das Gartenschlauchtelefon nochmal vertieft. Zum Funktionsprinzip gibt es drei Sorten von Glasfasern. Und die erste, über die ich hier sprechen will, ist irgendwie so die einfachste, das ist die Multimode-Glasfaser mit einem Stufenindex. Das ist jetzt dieselbe Frage nochmal, wozu ist das Aluminium da? Oh, ich glaube, da handelt es sich eher um einen Fehler, gell? Oder soll ich es nochmal erzählen? Das mache ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle über die Multimode-Glasfaser mit dem Stufenindex was erzählen. Dazu muss ich erstmal hier die Dimensionen noch ein bisschen erklären, was Sie hier in der Zeichnung sehen. Wir haben also hier den digitalen Impuls, das Licht, das wird hier, sagen wir mal, einfach eingeschaltet und hier wieder ausgeschaltet. Okay. Der Laser produziert also, schickt hier Lichtwellen, die sind natürlich nicht nur ganz genau in eine Richtung gerichtet, sondern es gibt so einen kleinen Kegel. Manche Lichtwellen,
geht also ganz gerade durch das Kabel hier durch. Nehmen wir mal an, wir haben das über ein paar Meter ganz gerade verlegt. Geht er direkt durch. Manche stoßen auch mal irgendwann an diese Grenzschicht. Das Licht hier hat einen anderen Brechung, Entschuldigung, das Glas hier hat einen anderen Brechungsindex als das Glas. Hier außen ist nur Mantel, Plastik, dunkel, wieder ein bisschen Polyurethan. Aber das hier ist beides Glas, aber ein anderer Brechungsindex. Und jetzt kommen wir zu so einem Effekt, den man auch an einem See sehen kann. Wenn Sie an einem schönen See stehen, hier ist der See, das Wasser, hier hinten steht der Watzmann, wir sind jetzt am Königssee, und Sie stehen hier vorne am Ufer, das ist vielleicht noch so ein kleiner Steg raus, so ein Stückchen. Und da stehen Sie jetzt da und die Sonne, die scheint auf den Watzmann, da oben liegt Schnee, das Licht wird direkt reflektiert in Ihr Auge, das Licht wird aber auch hier runter auf den See reflektiert. Und an dieser Oberfläche, hier ist Luft, hier ist Wasser, hat einen anderen Brechungsindex, wird das Licht nochmal reflektiert hier in Ihr Auge. Und naja, das, was man alle auf den Postkarten, was wir alle schon mal gesehen haben, auf Postkarten oder vielleicht, wenn wir selber am Königssee waren oder am anderen See, wir sehen den Berg hier, wie er sich im Wasser spiegelt. Jetzt hat dieses Bildchen hier aber noch einen zweiten Effekt. Und wenn der Bergsee klar ist, ne, dann sieht man hier unten natürlich auch irgendwelche Fischlein drin. So. Wenn wir hier runter gucken, dann sieht es aus, als ob der Fisch hier ist. Aber tatsächlich wird das Licht übrigens hier gebrochen. Und es erscheint uns nur, dass der Fisch da steht. Der steht in Wirklichkeit hier. An der Grenzschicht wird es auch nochmal gebrochen. Wer von Ihnen schon mal versucht hat, ins Wasser zu greifen, um den Fisch da zu kriegen, zu erwischen, dem ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass er den nicht erwischt, dass man daneben greift oder irgendeinen anderen Gegenstand unten im Wasser. Das hängt damit zusammen, dass es eben hier entweder reflektiert wird oder absorbiert wird und in einer anderen Richtung gebrochen wird. Und das sehen Sie auch hier an der Oberfläche, wird entweder das Licht hier gebrochen und verschwindet im Mantel, hier wird hier absorbiert, oder es reflektiert hier nochmal und es geht dann so weiter. Und so kriegen wir auch das Licht um die Ecke, weil wir es nämlich das Kabel auch in Kurven verlegen können, und das Licht wird dann auch in der Kurve ja eben immer hier an dieser Schicht reflektiert und wieder zurück reflektiert, wenn es nur flach genug auftritt. Also die Hülle, die hat einen niedrigeren Brechungsindex als das hier in der Mitte. Das Dumme an der Geschichte ist, die Pfadlänge ist unterschiedlich. Also, wenn Sie das hier anschauen bis zum Ende, dann können wir jetzt danach messen, wie viele Zentimeter das sind, aber Sie sehen, das hier, mal zum Beispiel das hier, das hat eine wesentlich längere Pfadlänge, nämlich erst hier rauf und dann hier hin. Und deshalb ist es so, dass dieses Signal, was jetzt schön rechteckig war, hier mehr als so ein Hügel ankommt. Weil nämlich manche, die hier ganz früh ankommen, dann kommt die große Menge an und dann kommt das hier hinten an, was den größten Umweg hatte im Kabel, in unserem Glasfaser. Das Signal ist also nicht mehr so schön geformt. So, ne? Wenn wir diese einzelnen Impulse also zu nah hintereinander haben, würden wir dann auch so eine komische Wellenform kriegen, die wir vielleicht nicht mehr sicher dekodieren können. Sicher dekodieren ist ja unser Ziel, das hat man beim letzten Mal auch schon ein paar Mal besprochen. Also in diesem sogenannten Multimode-Glasfaser mit Stufenindex, hier ist die Stufe, da haben wir keine schöne Signalform am Ausgang, insbesondere wenn das Kabel sehr lang wird und auch viele solche Kurven hat. Deshalb gibt es auch noch andere Glasfaser, die sind ein bisschen besser fürs Signal auf der anderen Seite, aber auch vielleicht ein bisschen teurer in der Herstellung. Als erstes diese Glasfaser, die Multimode-Glasfaser. Multimode hatte ich auch hier schon geschrieben, steht für verschiedene Pfadlängen, verschiedene Moden.
Hier haben wir auch nochmal so eine Multimode-Glasfaser, aber das Glas hier innen drin hat einen sich langsam ändernden Index, Gradientenindex. Und das bedeutet, dass das Licht auch hier in diesem, im Kern schon so gebeugt wird, weil das Außen ein bisschen anderen Index hat als innen und deshalb gebeugt wird und es hat dann, ja, es entstehen Pfade, die ähnlich lang sind und die Pfadlänge unterscheidet sich nicht so stark wie bei dem anderen. Absorption gibt es natürlich auch immer noch hier außen in der Hülle und im Mantel. Und Sie sehen, ich habe das hier versucht zu symbolisieren, das ist natürlich kein Beweis, sondern nur eine Visualisierung. Sie sehen, dass das Ausgangssignal schon schöner ist, weil die Pfadlängen sich nicht allzu sehr unterscheiden. Und als letztes gibt es noch die Monomode-Glasfaser, Single Mode. Das sind die, ja, mit Single Mode-Glasfasern baut man so Transatlantikleitungen, wenn es auf möglichst wenig Dämpfung, möglichst wenig Verlust und möglichst gute Signalformen am Ausgang ankommt. Und das ist hier bei dieser Glasfaser der Fall, die nur einen ganz dünnen Kern hat. Ja, der ganz dünne Kern, der bewirkt, dass wir, der Kern ist übrigens, das steht hier, so ungefähr in der Größenordnung von der Wellenlänge der Kernradius. Also 3 bis 10 μ dann hier in diesem Fall. Und drei bis 10 μ ist der Radius des Kerns oder der Durchmesser des Kerns, ist ja praktisch dasselbe. Ne? Und dann haben wir nur eine einzelne Ausbreitungsrichtung, Single Mode, eine einzige Ausbreitungsrichtung und der Rest vom Licht, der wird hier absorbiert im Kern. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz unterbrechen. Haben Sie jetzt was gekriegt? Ich habe das Stoppzeichen hatte ich eben mal gekriegt. Vor ein paar Minuten waren die Fragen. Oh, und hier unten hat jetzt die Frage hat das noch überdeckt. Da hat dann auch zwischendurch mal jemand gesagt, dass ich ein bisschen Gas geben soll, ein bisschen schneller reden soll. Oh, wie peinlich. Ja, ich hätte mich vielleicht ein bisschen. Das Stoppzeichen hat das jetzt gerade verdeckt. Da können wir vielleicht auch am User Interface was arbeiten. Ich hätte die auch wegklicken sollen, die Fragen, nachdem ich sie beantwortet habe. Ja, da hat zwischendurch mal jemand gemeint, oh, ich könnte mir auch ein bisschen Gas geben. Aber jetzt scheint es wieder besser zu sein. Also, ich erzähle das einfach ein bisschen schneller und wenn es Ihnen zu schnell wird, dann können Sie mich immer noch hier wieder einbremsen. Also, wir haben hier nur noch einen Pfad, der sich hier ausbreitet, der wird trotzdem noch geführt, wie beim Gartenschlauchtelefon, in diesem dünnen Kern und Sie sehen, dass da eine relativ saubere Wellenform rauskommt. Das bedeutet auch, dass man einen höheren Pulstakt haben kann. Während man hier keinen richtig hohen Pulstakt haben kann, weil ja dann Berge und Täler zu stark verschmelzen und wir die einzelnen Pulse nicht mehr sauber auseinanderhalten können. Man kann hier Amplitudenmodulation benutzen mit einem ganz hohen Takt, ich meine einen Takt von 50 GHz, also so nah die einzelnen Impulse, so schmal die einzelnen Impulse machen, beziehungsweise so nah aneinander senden. Wellenlängen, typische Wellenlängen habe ich mal hier hingeschrieben, 850, 1300 und 1500 Nanometer. Das wie gesagt für Fernleitung, also ein Transatlantikkabel oder sowas. Ich habe jetzt hier, auf Wiederschauen, Dankeschön, ich habe jetzt hier einen Dämpfungsvergleich von den verschiedenen Medien, die wir bisher besprochen haben, aufgezeichnet. Und Sie sehen, hier habe ich dieses dünne Kupferkabel, 0,9 mm die Adern. Das ist Telefonkabel, beziehungsweise so ein CAT irgendwas, CAT 4, 5, 6 Kabel. Und da sehen wir, wie die Dämpfung, Dezibel pro Kilometer Dämpfung, wie die hier mit
mit bei wachsender Frequenz zunimmt. Das ist hier jeweils pro Kilometer. Also wir sehen, dass bei niedrigen Frequenzen haben wir so Dämpfungen von 10 Dezibel pro Kilometer. Naja, das können wir uns auch vorstellen, von 300 bis 3400 Hertz. Dafür ist das Kabel ja klassisch benutzt worden. Bei diesen niedrigen Wellenlängen, da gibt es eine Dämpfung von 10 Dezibel pro Kilometer. Das heißt, man kann schon ein Kabel bauen auf diese Weise, was 8 Kilometer oder 7 Kilometer lang ist und das Signal auf der anderen Seite schon noch ordentlich verstehen, interpretieren können. Hier habe ich ein Koaxkabel und bei 100 Megahertz sehen Sie aber, dass wir an einem Kilometer schon ziemlich viel Dämpfung haben. Das ist eigentlich nicht mehr schön. Oder auch mehr als 100 Megahertz werden wir kaum über so ein Kabel übertragen können, wenn es länger ist als ein paar hundert Meter. Ab einem Kilometer oder so ähnlich ist bestimmt Schluss. Hier haben wir Koaxialkabel und Sie sehen, wir haben viel mehr, viel größeres Band, auf den wir übertragen können. Hier reden wir über 200, 300 Megahertz oder so ähnlich bei dem schlechteren Koaxialkabel. Wenn wir ein teures Koaxialkabel kaufen, kommen wir sogar in den Gigahertz-Bereich, in die Gigahertz-Bandbreite auf einen Kilometer. Die Dämpfungscharakteristik von optischen Übertragern, von Glasfasern, die ist ein bisschen komplizierter. Ich habe hier mal so ein so eine Zeichnung gehabt, das habe ich auch irgendwo gefunden, so ein Dämpfungsverhalten. Sie sehen, dass also bei sehr hohen Frequenzen nimmt das gerade Glasfaser stark zu, aber das ist eigentlich, wird dem Medium nicht gerecht. Und deshalb habe ich hier nochmal auf einer Folie und dann hier hinten kommt noch eine Auswertung davon, dieser Erbium-Verstärker, über den ich noch sprechen wollte, auf einer Folie das Dämpfungsverhalten in Glasfaser nochmal ein bisschen stärker auseinandersortiert. Da gibt es nämlich zwei Aspekte der Dämpfung in Glasfaser. Das eine, das ist die Absorption. Die entsteht durch Verunreinigung im Glas beim Schmelzen. Wenn die Schmelze ist niemals perfekt. Selbst wenn man sich total anstrengt, gibt es immer mal wieder irgendwelche anderen Stoffe, die sich da ins Kristallgitter einschmuggeln. Und daran gibt es natürlich Reflexion, dann wird es gestreut und so weiter. Das kommt dann im zweiten Punkt auch noch. Aber wird es auch vielleicht einfach absorbiert. Und außerdem geht uns Intensität durch das thermische Rauschen verloren. Das zweite Kapitel, das ist die Streuung. Wenn sich das, was wir eigentlich ja ausnutzen für Glasfasern, was uns gut gefällt, der Brechungsindex vom Glas kann unterschiedlich sein. Und bei der Herstellung kann es eben auch können lokale kleine Unterschiede im Brechungsindex entstehen. Und dadurch wird das Licht auch gestreut. Denn diese Streuung, die kann man übrigens auch im täglichen Leben sehen. Man braucht bloß gutes Wetter. Das ist der Grund, warum der Himmel blau ist. An den Molekülen in der Luft, da gibt es ja auch unterschiedliche, da wird das Licht von der Sonne gestreut. Und deshalb ist der Himmel übrigens auch, wenn man genau raufguckt, da nicht ganz so blau, wie wenn es so ganz in der Ferne ist. Außer, dass der Dunst kompensiert das dann wieder ein bisschen. Aber der richtig blaue, intensiv blaue Himmel beim Sonnenschein, das ist genau ein Effekt, der durch diese Streuung entsteht. Ich habe hier auch noch einen Link zum Begriff auf die Wikipedia. Das ist diese Raleigh-Streuung und die Grenze, die ist abhängig von der Wellenlänge übrigens. Und das mit der Wellenlänge, das ist jetzt gerade interessant. Wir haben also einerseits Absorption, die ist abhängig von der Wellenlänge und andererseits Streuung, die ist abhängig von der Wellenlänge. Aber genau umgekehrt. Es gibt also dann, wenn man das zusammennimmt, so ein Dämpfungsverhalten. Wenn abhängig von der Wellenlänge. Da haben wir also hier zum Beispiel pro Kilometer 1 Dezibel
und dann wird es ein bisschen weniger, dann wird es ein bisschen mehr und hier steigt es dann stark an, wenn die Wellenlänge kürzer wird. Und das ist hier dann, naja, Licht mit 600 μ und 500 μ Wellenlänge und das hier ist 1 μ, also 1 Mikrometer. Und hier ist dann längerwelliges Licht. So, wenn man jetzt das hier so anträgt, sieht man, dass es hier lokale Optima gibt. Also die Absorption und die Streuung, die können unterschiedliche Vorzeichen haben, das sehen wir ja hier. Ne? Und es gibt lokale Minima. Jetzt kann man sein Glas, der Hersteller von Glasfasern, der kann das Glas ja, in gewissem Umfang entwickeln, designen, so dass man konkret bei bestimmten Wellenlängen, die einen interessieren, die man übertragen will, hier so ein lokales Minimum bei der Dämpfung hat. Und das habe ich versucht mit dieser Zeichnung hier klar zu machen. Und das wollen wir jetzt hier auf dem nächsten Bild auch nochmal leicht vertiefen. Da geht es um den optischen Verstärker. Wenn Sie nochmal hier zurückgucken, Dämpfung pro Kilometer, wenn wir uns also überlegen, dass wir hier die richtige Stelle finden, wir hätten nur 1 Dezibel Dämpfung pro Kilometer, dann können wir uns ausrechnen, dass wir unser Glasfaserkabel irgendwie so 40, 50, 60 Kilometer lang machen können. Und dann ist aber so viel Dämpfung, dass wir es wieder gerne verstärken würden. An Land ist das überhaupt kein Problem. Glasfaserkabel vergraben, irgendwo so eine Zwischenstation, eine Verstärkerstation einbauen, großen Schrank, aus dem Signal das Signal wieder dekodieren, wieder ein elektrisches Signal machen, wieder kodieren und dann weiterschicken. Also wieder optisch weiter übertragen. Auf die Weise müsste man halt so ein paar so Verstärker- oder Relaisstationen bauen. Schwieriger ist das schon mitten im Atlantik. In 3.500 Meter Tiefe. Denn das Kabel, das geht ja da unten, Tiefseekabel da so lang. Und vor schon eine ganze Menge Jahren, 87, haben die da in der Universität von Southampton, UK, einen Verstärker gebaut für solche Glasfaserleitungen. Und was man da macht, ist, dass man ein Stück von hier, das ist sozusagen hier die Glasfaser, nicht wirklich, das hier ist auch das Diagramm, Entschuldigung, ist nicht richtig die Glasfaser, aber überlegen wir uns folgendermaßen. Wir haben ein Stück Glasfaser und an einer Stelle, so im Verstärker, da schicken wir hier Licht hinein mit so einem Pumping Laser. Zum Beispiel, da funktioniert es ganz gut, bei 1,5 Mikrometer. Dieser Erbium-Ionen-Laser, also die Erbium-Ionen, die in dem Glas drin sind, das Glas ist also dotiert. Dotiert ist ein anderes Wort für gezielt verunreinigt mit solchen Erbium-Ionen. Dieser Pumping-Laser trifft also da auf diese Erbium-Ionen und dann bringt er die in einen metastabilen Zustand. Das wollte ich hier zeichnen. Ja? Hier mit der Wellenlänge von 1,48 μ scheint der Laser hier rein. Der bringt diese Erbium-Ionen in den metastabilen Zustand. Die Erbium-Ionen, die wollen aber auch in ihren stabilen Zustand zurückkehren. Und das machen die spontan zunächst mal. Also wir pumpen da mit unserem Laser Licht hinein. Die Erbium-Ionen gehen in den metastabilen Zustand und dann fallen sie wieder zurück. Und neue Erbium-Ionen gehen in den metastabilen Zustand, fallen wieder zurück. Und dieses Zurückfallen, dabei geben die wieder ein Photon ab. Also hier stecken wir die sozusagen in die Erbium-Ionen rein, metastabiler Zustand, dann fallen die wieder in den stabilen Zustand zurück und geben ein Photon ab. In irgendeiner Wellenlänge, so in diesem Bereich. Und das ist spontan und auch noch in alle Richtungen, wie es Ihnen gerade einfällt.
Das ist natürlich kein Verstärkungseffekt, sondern das macht nur Rauschen. Zunächst mal. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Wenn da Licht vorbeikommt, hier in unserer Glasfaser, Licht mit einer bestimmten Wellenlänge vorbeikommt, dann gibt das Erbium dieses Photon nicht spontan ab in irgendeiner Wellenlänge in diesem Bereich, die es gerade aussucht, sondern in der Richtung, in der sich das Licht hier, in der sich das Licht hier bewegt hat und mit derselben Wellenlänge. Das heißt also, wenn hier ein bisschen Licht ankommt, geht es hier, wird die Energie, die wir hier reinstecken, die sonst hier munter in alle Richtungen strahlen würde, sich ausbreiten würde, in der Hauptausbreitungsrichtung weitergeleitet und in der richtigen Wellenlänge. In der Wellenlänge, mit der man da hier in diesen Bereich hineinleuchtet, sozusagen. Jetzt müssen wir das Ganze noch zusammenpacken. Jetzt kommt hier das Blaue, das ist dieses Dämpfungstal, das wir hier auch schon mal angesehen hatten. Und da drin kann man übrigens auch gerade die Verstärkung veranstalten. Wir haben also hier so ein lokales Minimum bei der Dämpfung, Dezibel pro Kilometer habe ich wieder angetragen. Dann geht es hier wieder so rauf und dann gibt es hier so ein schönes Tal. Die Breite hier sind übrigens ungefähr 25 Terahertz in diesem Bereich. Sie sehen hier 1,53 bis 1,56 μ. Und hier können wir unsere Verstärkung produzieren. Diese Spitze hier oben, die ist nur 3 Terahertz breit. Da haben wir dann am wenigsten Dämpfung und am meisten Verstärkung. Am wenigsten Dämpfung und am meisten Verstärkung durch diesen Effekt. Also in dieser Bandbreite von 25 Terahertz haben wir einen Verstärkungseffekt und gleichzeitig noch, so muss man es konstruieren, deshalb nimmt man auch diese Erbiumionen, hat man auch noch den größten Verstärkungseffekt. Und wenn man sich auf 3 Terahertz Bandbreite beschränkt, dann kriegt man hier 25 Dezibel Verstärkung. Und Sie sehen, hier haben wir ungefähr 0,2 Dezibel Verlust oder 0,3 Dezibel Verlust auf einen Kilometer. Wir können also 25 durch 0,3, 75 oder so Kilometer Strecke haben, bis wir das, was uns ein Verstärker gebracht hat, wieder verloren haben. Man muss also in sein Kabel, in sein Transatlantikkabel, alle 50, 70 Kilometer oder so ähnlich einen Verstärker einbauen. Natürlich braucht man eine Stromversorgung für die ganze Geschichte, aber es ist nicht allzu viel Energie. Ich meine, das ist kein Star Wars Laser, sondern das ist mehr so ein Laser wie hier, ne? Man braucht nicht viel Energie, da reinzustecken. Und das heißt, man kann damit man kann da die Stromversorgung sicher auch noch in so einem Kabel gleich noch mitschicken für die Verstärker. Wird es halt ein bisschen dicker, das Kabel. Also das ist so ein Fall, wo man sich eigentlich freut, dass zwei Effekte, diese Dämpfungskurve, die ich hier hatte, und hier nochmal gezeichnet, und die Verstärkung gerade so schön zusammenfällt. Man kann natürlich an seinem Material, am Glas arbeiten und um die Dämpfungskurve gerade dahin zu legen, wo der Erbiumverstärker gut funktioniert. Also das, so kann man ziemlich leistungsfähige optische Übertragungssysteme bauen. Ich habe hier nicht noch die großen Zahlen hinten dran geschrieben, kann sein, dass das nochmal kommt. Jedenfalls kann man heutzutage Terabit Glasfaserübertragungsleitungen bauen. Und na, das reicht schon noch zu, um einen ganz schönen dicken Datenstrom zu übertragen. Ich habe auch vor, das ist 15 Jahre oder so ähnlich her, da war ich in Brüssel auf einer Konferenz
Und da hat einer von den EU-Beamten vorgetragen und hat so einen Business Case vorgerechnet, warum es sich lohnt, jetzt Transatlantikleitungen, überhaupt Ozeankabel, so Glasfaser-Ozeankabel zu verlegen, weil die Preise doch relativ gut waren für pro Megabit, dass man da durch den Atlantik von Amerika nach Europa überträgt oder nach Japan und China. Das haben auch viele Firmen gemacht. Es sind jede Menge Glasfaserkabel durch den Atlantik durchverlegt worden. Und dann sind die Preise eigentlich dummerweise auch verfallen. Aber was der damals ausgerechnet hatte, war, dass man irgendwie ein paar hundert Millionen investieren muss und innerhalb von 3 Jahren hat man das Geld zurück und danach wird klotzig Geld verdient. Die Preise sind mittlerweile etwas verfallen, aber ich glaube, dass man immer noch an Glasfaserkabel durch den Atlantik, man kann davon schon noch leben, wenn man eins hat. Man muss dummerweise am Anfang ein bisschen Geld in die Hand nehmen. So, bisher haben wir über Kanäle gesprochen, bei denen wir irgendwie einen festen Leiter hatten zwischen Anfangspunkt und Endpunkt. Unsere Kupferkabel, die Koaxkabel, die Waveguides oder die Glasfasern, die ja auch irgendwie Waveguides sind, eben bloß in einer anderen Wellenlänge. Glasfaser kann man sich auch noch so schön einfach vorstellen. Und weil es eben das Aluminium hat da außenrum, kriegt man das auch handhabbar und geht nicht so leicht kaputt. Andererseits ist man eben immer an so einem Kabel dran. Und die Kabel, die muss man insbesondere vergraben. Und das ist teuer. Da muss man Bagger losschicken. Und man braucht vor allem das Wegerecht. Das muss man irgendwie erwerben. Man kann nicht einfach sagen, so, ich will jetzt ein Kabel von hier nach Dresden verlegen, ich hole mir einen Bauunternehmer und fange mal das Baggern an, sondern muss man natürlich irgendwie mit den Bauern reden, über deren Acker das geht und so weiter. Und dem muss man was bezahlen. Und ein zweiter Aspekt an den Kabeln ist, das habe ich gelernt, das ist in Entwicklungsländern besonders problematisch, wenn Sie da ein Stück Kupferkabel verlegen, in einem Entwicklungsland, dann kann es sein, dass manche Leute der Meinung sind, Kupfer ist was Wertvolles, damit kann man ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel kann man das ausgraben, in mühsamer Kleinarbeit das Plastik außen runterfummeln, dann einschmelzen und dann kann man ein Kochgeschirr oder sowas draus machen. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt, vor ein paar Jahren an der Uni, der ist dann wieder nach Amerika zurückgegangen, war Amerikaner, und der hat dann bei einer Firma angeheuert, die Übertragungssysteme, so Richtfunkübertragungssysteme machen für Digitaldaten. Gerade um diese Probleme in den Griff zu kriegen, weil also das passiert tatsächlich, dass da zum Beispiel in Indien ist das passiert, dass die Leute das Kupferkabel einfach wieder ausgraben, weil man eben was Nützliches damit machen kann. Kabel wird interessanterweise ganz viel auf der Welt geklaut. Also versucht man es irgendwie mit Funktechniken. Entweder Richtfunktechnik, also von einem Punkt zum anderen Punkt, das ist so im Sinne des Glasfaserkabels, oder auch den lokalen Zugang mit Funk, und das machen wir hier alle, Wireless LAN und so weiter, mit unseren mobilen Geräten. In der Vorlesung Feedback. Ich möchte mich übrigens nochmal für Ihre Geduld bedanken mit den Herrschaften. Und der Funkkanal, der ist überall vorhanden, das auf der Erdoberfläche, eingeschränkt unter Wasser, da kann man nicht so einfach funken, im luftleeren Raum, im Weltall, geht es aber auch gut. Dummerweise ist dieser Kanal, da ist die Zuverlässigkeit durchaus reduziert. Erstens mal gibt es Probleme, also die Dämpfung ist viel höher, und es gibt auch Probleme mit atmosphärischen Störungen, also Wettererscheinungen, ne, Blitz und so weiter, Entladungserscheinungen. Es gibt Probleme mit Schnee und Regen. Diejenigen von Ihnen, die eine Satellitenschüssel haben, zu Hause, wenn es nur Starkregen hat oder wenn es dick schneit, dann ist halt dann mal
paar Stunden lang kein Fernsehen, je nachdem, wie lange der Regenschauer oder der Schneefall ist. Außerdem muss man manchmal als Mann dann raus und die Antenne putzen, abends um 10, damit es wieder funktioniert. Atmosphärische Störungen, also eben elektromagnetische Probleme, Blitze und so weiter, Entladungserscheinungen. Was auch sehr störend ist, ist die Mehrwegausbreitung. Das ist einerseits gut, die Mehrwegausbreitung, denn wenn Sie Ihr Mobiltelefon in der Hand haben, stehen da draußen vor dem Gebäude und der Funkmast ist irgendwo in der Richtung, dann würden wir ja zunächst mal kein Signal empfangen können. Die Mehrwegausbreitung sorgt aber dafür, dass irgendwelche Oberflächen da drüben oder da hinten, eine Hauswand oder auch ein Baum oder sowas, dafür sorgt, dass die Strahlen, die elektromagnetischen Strahlen da ankommen und dann reflektiert werden zu Ihrem Mobiltelefon hin. Also Mehrwegausbreitung ist einerseits gut, aber andererseits gibt es genau dieses Problem, was wir an dieser Stelle besprochen haben. Das Signal, was da reflektiert wird und dann hierher kommt, es kommt ein bisschen später an, aus unserem schönen eckigen Bit wird sowas. Die steilen Flanken sind bei Mehrwegausbreitung passé. Das war auch schon Mehrwegausbreitung. Und wenn es zu viel wird, führt die Mehrwegausbreitung eben zu Intersymbolinterferenz. Also das Symbol I, Teile davon, die Reflexion, noch im Symbol I plus 1 zu finden sind. Und das Symbol dann da stören. Also Mehrwegausbreitung kann übrigens nicht nur an irgendwelchen Hauswänden passieren, sondern die passiert zum Beispiel auch an der Ionosphäre und so weiter. Also Strahlen gehen rauf, werden runter reflektiert. Das ist wahrscheinlich, ja, heutzutage hört man anders Radio, aber früher gab es mal die Wetterlagen gibt es immer noch, aber da hat man noch Wellenlängen verwendet oder Radiodienste verwendet, zum Beispiel dieses Mittelwellenradio. Da gab es Wetterlagen, bei bestimmten Inversionslagen gab es Luftschichten, die haben weiter oben gut reflektiert und man konnte Radiosender aus einer großen Distanz hören. Da habe ich damals in München zum Beispiel auch einen Radiosender aus Münster mal gehört. Ich kann mir das deshalb merken, weil das war ein britischer Radiosender von den britischen Soldaten, den konnte man normalerweise überhaupt nicht hören, den hat man aber da durch diese besondere Wetterlage, durch die Reflexion oben an irgendwelchen Wolkenschichten oder Luftschichten, hat man den dann 2-3 Tage lang hören können, dann war er auch wieder weg. Also, Mehrwegausbreitung kann nützlich sein, kann störend sein, ne? Diejenigen, die da auf dem eigentlich senden wollten, auf der Frequenz, die haben sich vielleicht geärgert. Und dann gibt es noch Abschattungseffekte. Das ist das Gegenteil davon. Wenn ich hinter einer Hauswand bin, dann kann ich eventuell mein Mobiltelefon nicht benutzen, weil es eben keine entsprechende Reflexion gibt und ich muss da eben dann an der Wand vorbei, dass ich wieder auf der offenen Fläche bin. Und das haben Sie sicher mit Ihrem Mobiltelefon auch schon gehabt. Empfang ist schlecht. Wir gehen 10, 20, 30 Meter und dann ist der Empfang wieder gut. Oder innen drin in einem Gebäude. In manchen Gebäuden gibt es zu viel Stahlbeton und da sind dann die Fenster noch irgendwie verspiegelt und so weiter. Gerade so Büroburgen sind häufig so, dass die Mobiltelefone da drin einfach schlecht funktionieren. Welche Störungen haben wir denn bei der Ausbreitung von einem Funksignal? Dann war einerseits die Reflexion an der Oberfläche, trifft ein, wird reflektiert, oder trifft ein, wird diffus reflektiert. In der Regel ist die Reflexion ist natürlich immer mehr oder weniger diffus. Weniger diffus und mehr diffus hier. Es gibt Beugung an so einer Kante, dass also der Strahl nicht so geradeaus weitergeht, sondern ein bisschen Energie von der Welle auch hier gebeugt wird. Es gibt diese Form von Beugung hier durch. Und wir haben natürlich auch teilweise Reflexion und teilweise Absorption von der Energie in irgendeinem Hindernis, formulieren wir es so.
Die Mehrwegausbreitung führt letztendlich zur Intersymbolinterferenz. Und ein anderes Problem, ein anderes massives Problem ist, dass sich Funksignale dauerhaft überlagern. Also einerseits überlagert ein Signal das nächste in unserem eigenen Strom, die Intersymbolinterferenz, und das zweite ist, Funksignale überlagern sich dauerhaft. Der Radiosender, der sich bei einer bestimmten Wetterlage viel stärker ausbreitet durch die Reflexion, überlagert andere Radiosender, stört andere Radiosender. Das ist dann vielleicht transient nach ein paar Tagen wieder weg. Oder wenn es eben schlecht läuft, wird was ständig gestört. Ich werde über verschiedene Modulationstechniken noch sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, dass wie man generell moduliert, aber das muss ich in einem anderen Kapitel machen. Aber hier möchte ich noch Ihre Aufmerksamkeit auf eine heutzutage sehr verbreitete Methode der Signalübertragung in so einer gestörten Umgebung sprechen. Und das geht zurück auf eine deutsch-österreichisch-tschechische Schauspielerin. In den 20er und 30er Jahren ist die berühmt geworden. Zunächst war das eine etwas skandalöse Berühmtheit, weil sie wohl mal relativ unbekleidet in einem Film aufgetreten ist. Und das war, glaube ich, 1928 oder so ähnlich. Oder ein bisschen später. Das ist die Hedy Lamarr. Die Hedy Lamarr, die war dann mit einem österreichischen Waffenfabrikanten verheiratet. Schwer reich. Sie war eine Zeit lang, bis glaube ich 1938 oder so, mit dem verheiratet. Dann hat sie sich in die Vereinigten Staaten nach Amerika abgesetzt. Die Hedy Lamarr, die war immer so bei so Gesprächen dabei, wie ihr Mann, der Waffenfabrikant, mit irgendwelchen Interessenten für seine Waffen oder sonst anderen Leuten über Funkfernsteuerung gesprochen hat, Funkfernsteuerung von Waffen. Und wie die gestört werden können, diese Funkfernsteuerung, indem man eben auf dieser Frequenz ein anderes Funksignal sendet, überlagert. Und schon geht da diese Funkfernsteuerung nicht mehr. Ich meine, diejenigen von Ihnen, die ja früher Modelle geflogen sind, die wissen, wenn jemand anders auf derselben Frequenz sendet, geht's Fernsteuern vom Flugzeug oder vom Hubschrauber oder vom Schiff oder vom Auto etwas schlechter. Merkt man auch gleich. Dann steckt man eigentlich einen anderen Quarz rein, ne? Einer von beiden zumindest, muss ein anderes Quarzpärchen in Empfänger und Sender reinstecken, dann wird auf einer anderen Frequenz gesendet. Aber das ist natürlich auch nicht besonders störsicher. Wenn Sie dann da das umbauen, dann kann ja der andere messen, auf welcher Frequenz Sie dann senden und auf der Frequenz stören. Und da kam die Idee von der Hedy Lamarr, die hatte sich 1941 in den Vereinigten Staaten patentieren lassen, geheim patentieren lassen, das gab es dann eine Zeit lang während des Krieges, so Geheimpatente. Die hat also, als sie nach Hollywood kam, einen Musiker kennengelernt, Komponist und so weiter, der Filmmusik gemacht hat, Franz Anteil hieß der, kam aber auch so irgendwie aus der ehemaligen K&K-Monarchie, glaube ich, war auch ein Immigrant. Und die Idee ist, dass man das zur Fernsteuerung verwendete Frequenzband ständig wechselt. Im Millisekundentakt oder im Sekundentakt. So wie Sie am Klavier sozusagen das Signal auf der Taste übertragen und dann kurz danach auf der und dann auf der und dann auf der und dann auf der. Ja, so ein Klavier gibt Ihnen schon eine ganze Menge Frequenzen, die Sie benutzen können. Also in der ersten halben Sekunde übertragen wir auf 440 Hertz, wenn wir es akustisch machen, und dann auf 820 Hertz und dann auf 315 Hertz und so weiter. Ständig wechseln. Für den Zuhörer hört sich das an wie breitbandiges Durcheinander. Wenn jetzt aber der Empfänger dieselbe Frequenz-Hüpf-Sequenz hat, also weiß, dass ich erst auf 440 und dann auf 815 und dann auf 315 übertrage.
und denselben Zeittakt hat, dann ist für den das Signal ganz klar und offensichtlich lesbar. Er weiß ja, wie gehüpft wird. Wir fangen also an bei einer bestimmten Frequenz und dann haben wir eine feste Hüpffrequenz. Ja? Im ersten Slot hier, dann hier, dann hier, dann hier, dann hier und so weiter. Sie sehen die Frequenzen, die wir immer kurz verwenden. Das hier sei jetzt mal zum Beispiel eine Sekunde lang. Also das hat sie sich patentieren lassen. Das Steuersignal wird auf viele unterschiedliche Trägerfrequenzen aufmoduliert. Es wird schmalbandig kodiert, dass es in dieses Band eben gerade mal reinpasst und dann hier rein und dann hier rein. Aber es wird ein ganz breites Band zur Frequenzauswahl benutzt und in Sekundenbruchteilen gewechselt. Diese Sequenz, die man da hat, das sollte natürlich wie Zufall wirken. Das ist kein Zufall für den Empfänger, aber für den unbeteiligten Zuhörer, der sollte nicht wissen, wie es weitergeht. Der sollte es nicht vorhersagen können. Man kann das auch so interpretieren, dass das Signal gespreizt wird. Also ein schmalbandiges Signal auf einer großen Breite gespreizt wird. Das hat sich die Hedy Lamarr und der Franz Antheil, die haben das patentiert. Aus allerlei Unzulänglichkeiten und weil die Leute es nicht gleich kapiert haben, ist das tatsächlich, der hat das diese Patent dem amerikanischen Staat geschenkt, damit die damit Steuerung für Raketen und sonst was bauen können. Um die Nazis zu bekämpfen, natürlich. Das ist aber erst in den 60er und 70er Jahren wirklich aufgenommen worden zur Übertragung. Also dieses Frequency Hopping Spread Spectrum, das habe ich hier mal versucht aufzuzeichnen. Es gibt noch eine andere Idee, die daraus abgeleitet worden ist, aus dieser Grundidee, das Direct Sequence Spread Spectrum. Da hat man so eine digitale Zufalls-Bit-Sequenz. Wenn das jetzt hier ein Bit ist, das man überträgt, wir wollen jetzt zum Beispiel hier die 1 übertragen, dann verwürfelt man das mit dieser Zufallsfrequenz. Verwürfeln im Sinne von, wir wenden einfach ein XOR drauf an. Ein XOR macht aus 0 und 0, 0, aus 0 und 1 eine 1, aus 1 und 0 eine 1 und aus 0 und 0, aus 1 und 1 auch eine 0. Und das kann der andere auch wieder rückgängig machen. Also der das Signal empfängt, was Sie da übertragen, der legt wieder denselben Zufallscode da drauf und kriegt dann, macht ein XOR, kriegt das Originalsignal raus. Alle anderen, die einen anderen Zufallscode haben, kriegen nur durcheinander raus. Das bedeutet, wenn man das hier nimmt und das hier nimmt, da kann man in einer Bandbreite tatsächlich mehrere Signale auf diese Weise übertragen. Man kann also dieses eine breite Band nehmen und mehrere, die eine andere Frequenz-Hüpfsequenz haben oder die so einen anderen Pseudo-Zufall-Bit-Sequenz haben, einen anderen PN-Code haben. Die legen das über ihr Signal drüber, alle übertragen es in diesem breiten Band. Die Empfänger legen wieder einen PN-Code bzw. diese Frequenzsequenz drüber. Manche Signale sind gestört, aber insgesamt kriegt man dann eben sowas hier raus, da hat es vielleicht an ein paar Stellen Fehler. Wenn zu viele da übertragen, ist natürlich, kann man sein eigenes Signal nicht mehr sozusagen raushören. Aber wenn man das managt, dass in einer so einer Frequenz, so einem Frequenzband, also von hier bis hier, das ist ja unser Frequenzband, wenn da, sagen wir mal, nur 5 oder so ähnlich zugange sind, dann kann man sein Signal noch sicher dekodieren mit ein paar Zusatzmaßnahmen, über die wir dann auch nochmal sprechen werden. Also dieses Frequency Hopping Spread Spectrum und das Direct Sequence Spread Spectrum, das wird heutzutage im Mobilfunk für Wireless LANs ganz fleißig verwendet. Denn es macht die Übertragung auch relativ immun gegen kurzfristige Störungen. Wenn also zum Beispiel diese Frequenz hier gestört ist, die da, die hier in der Mitte einigermaßen,
Und nur die, weil da irgendjemand jetzt eben auf dieser Frequenz sendet. Dann kommen die anderen Signalteile schon noch okay an. Nur die eine ist gestört. Und man kann es immer noch sicher dekodieren. Wenn jemand da breitbandig drüber sendet, ja, dann kann man, kommt das Signal auch nicht mehr an. Aber dann hat natürlich keiner Spaß und nicht mal der, der diese breitbandige Störung hat, produziert, hat noch eine Frequenz, auf der er übertragen kann. Also gezielt durch breitbandige Signale kann man eigentlich kaum stören. Jetzt noch kurz zu den Funkkanälen, die sich ja auch aus, sagen wir mal, aus der Geometrie oder aus der Topologie ergeben. Das, was wir gerne als terrestrischen Funk bezeichnen, also diese hier Sendemast und die Ausbreitung hier so entlang der Erdoberfläche. Das mache ich hier übrigens auch akustisch, ne? Ausbreitung entlang der Erdoberfläche, bloß geht es nicht so weit, ich komme ja nicht ein paar hundert Kilometer weit. Wenn ich hier am Sender genügend Energie drauf packe, also hier ist das Fernsehen, ne? ZDF, Videokamera aufzeichnen, irgendwann wird das Signal terrestrisch ausgestrahlt. Dann kommt es hier bei den Antennen vorbei. Bei der Antenne kommt es noch vorbei, wenn die Antenne hinterm Horizont steht. Können Sie selbst bei größter Signalstärke, wenn die hier nicht oben an der Ionosphäre gebeugt werden, nicht mehr zu dem da hinkommen. Das heißt, Sie haben eine begrenzte Reichweite. Sie können die Radiostation oder die Fernsehstation aus Brasilien unter anderem schon deshalb nicht in Empfang nehmen, weil das hinterm Horizont ist. Unter dem Horizont, ne? Wenn Sie da so rausgucken, naja, das ist wahrscheinlich nicht Brasilien in die Richtung, sondern irgendein anderes Land. Aber da ist hinterm Horizont auch ein Land, da gibt es auch Sender, aber Sie können es trotzdem nicht in Empfang nehmen. Das kann man jetzt schlecht finden, aber wir werden noch darüber sprechen, dass es eigentlich gut ist, dass die Sender nicht so weit reichen. Manche Wellenlängen breiten sich übrigens in der Atmosphäre geführt aus. Langwellensender sind solche Sender und die Kurzwellensender, die breiten sich in der Erdatmosphäre geführt aus, beziehungsweise werden reflektiert an der Stratosphäre und so weiter. Deshalb kann man mit Langwellensendern um den ganzen Erdball funken und auch die Kurzwellenfunkamateure, die sprechen ja schon mal je nach Wetterlage, auch mit jemandem in Südamerika oder sogar in der Arktis. Also was sich heutzutage darum treibt, früher hat sich das Fernsehen darum getrieben, das ist zumindest in Deutschland vorbei, diese terrestrische Ausstrahlung ist reduziert. Ja, es gibt es schon noch auf dieses DVB-T, Digital Video Broadcast terrestrisch. In Freiberg gibt es es nicht, in manchen Ballungsgebieten gibt es sowas, aber Sie haben vielleicht auch gelesen, dass sich die Privatsender aus diesem DVB-T-Funk zurückziehen werden. Ich glaube, da ist jetzt dann im Sommer oder im Herbst Schluss. Mindestens 2014 gibt es, glaube ich, dann nirgendwo in Deutschland mehr die Privaten auf diesen DVB-T, TV terrestrische Ausbreitung. Der Rundfunk, der geht immer noch so, ne? Autoradio einschalten. Und das ist dieser terrestrische Funk. Die senden also von den Sendemasten aus, naja, in einem breiten Öffnungswinkel entlang der Erdoberfläche horizontal ihre Radiosignale. Öffentliche Mobilfunknetze funktionieren so und auch solche Sachen wie Betriebsfunk und so weiter. Entlang der Erdoberfläche so ungefähr, wenn wir keine Reflexionen haben, geht es so ungefähr 700 Kilometer weit, dann versinken sie auch mit einer größeren Antenne hinterm Horizont. Außer sie bauen einen richtig hohen Antennenturm. Deshalb sind übrigens Funktürme genau dafür da, damit man noch ein paar hundert Kilometer weiterkommt, weil die ja höher stehen. Ne? Deshalb wurden Funktürme gebaut, beziehungsweise man hat die Sender auf Berge drauf gebaut. Reflektiert an Erde und Ionosphäre kommt man dann schon noch deutlich weiter, 7000 Kilometer bei guter Wetterlage sogar noch weiter, dann kann man eben mit Südamerika funken. Der nächste Ansatz ist Richtfunk. Ich habe gesagt, das Radio
horizontal einen breiten Winkel, vielleicht sogar im ganzen Kreis außenrum, also 360 Grad strahlt man ab. Zunächst mal würde man wahrscheinlich sogar so eine Kugel strahlen, aber wenn man die Antenne richtig baut, schafft man es auch, dass man die Energie horizontal halbwegs fokussiert. Denn die Energie, die nach oben geht von der Antenne aus, von unserer Funkantenne, ist natürlich verlorene Energie. Beim Mikrowellenrichtfunk formt man die Antennen speziell, sodass hier strahlt man das Signal in so eine Schüssel hinein. Das wird reflektiert und wenn es gut konstruiert wird, gehen dann alle Strahlen parallel hier raus und möglichst viel von der Energie kommt hier drüben beim ähnlichen Spiegel an. Solche Mikrowellen-Richtfunktürme, die kann man, in der Landschaft schon an vielen, vielen Plätzen finden. Meistens auf irgendwelchen Hügeln drauf oder so ähnlich. Damit werden Telefongespräche übertragen, aber auch das Fernsehen überträgt auf diese Weise seine Signale vom Frankfurt nach München und so weiter. Auch für die Basisstationen vom Kabelfernsehen wird sowas benutzt. Das sind Point-to-Point-Verbindungen, Line of Sight. Also mit einem guten Fernglas muss man den Empfänger sehen können. Und die Antennen werden auch genauso ausgerichtet. Die werden präzise eingemessen. Die Soldaten funken gerne auf diese Weise, weil man sie da nicht so gut abhören kann. Weil man die Energie schön bündelt auf den Empfänger und wenn man außerhalb von diesem Strahl ist, von dieser Keule, können Sie sich ein bisschen vorstellen wie eine gute Taschenlampe. Wenn man außerhalb von dem Kegel liegt, dann sieht man eben, kann man das Signal nicht mithören, in Empfang nehmen. Line of sight. Und ich habe hier nochmal zum Beispiel hingeschrieben, man kann da ganz erstaunliche Bandbreiten erzielen, 6 GHz Bandbreite, sodass man zum Beispiel 6000 Telefonate auf einer so einer Verbindung übertragen kann. In den 80er Jahren hat die amerikanische Telefongesellschaft in Nordamerika 800.000 Kilometer von solchen Richtfunkstrecken für Telefonie gehabt, statt Kabel. In Deutschland gab es immer auch schon mehr kabelgebundene Backbone-Strecken, aber um schnell eine Strecke aufzubauen, über weite Distanzen aufzubauen, ohne dass man da ewig rumbaggern muss, ist das ziemlich gut. In Amerika und in Ländern wie Russland und so ist es natürlich auch das Mittel der Wahl. Da kann man mal 50, 100 oder auch 1000 Kilometer mit relativ geringen Investitionen überbrücken. Durch eine Wüste durch oder sowas. Was zum Funken ganz integral dazugehört, das ist die Frequenzwiederbenutzung. Wer im Auto fährt von hier nach Hamburg, der merkt das schon mit der Frequenzwiederbenutzung. Sie stellen Ihr Autoradio ein auf, Antenne Sachsen oder sonst was. Wir wollen natürlich keine Schleichwerbung machen. Ich müsste jetzt eigentlich alle anderen auch noch sagen. Sondern wir stellen das ein auf 98,5 MHz. Dann hören Sie hier den Radiosender A und dann fahren. Ne? In Berlin, da hat dann der Radiosender, den Sie hier in Freiberg gehört haben, den hören Sie nicht mehr und vielleicht hören Sie dann nur Rauschen auf 98,5 oder durcheinander. In Hamburg wird es dann aber schon wieder einen anderen Radiosender geben, den Sie hören, auf genau dieser Frequenz. Ja? Frequenzwiederbenutzung. Sie fahren los, Sie haben einen Radiosender, dann hier haben Sie wahrscheinlich keinen auf der Frequenz, hier haben Sie wieder einen. Oder wenn Sie von hier nach hier fahren, dann haben Sie hier einen anderen Radiosender und hier haben Sie wieder den. Nee, Entschuldigung, Sie hier durcheinander und hier haben Sie einen anderen Radiosender. Das ist so gestaltet, dass so ein Radiosender eben die Energie, die der abstrahlt, ist so begrenzt, dass er eine gewisse Reichweite hat. Und außerhalb dieser Reichweite kann man ihn nicht mehr in Empfang nehmen. Und nach einer gewissen Sicherheitszone kann man die Frequenz wieder benutzen. Wenn es das nicht geben würde,
dann könnten wir in Europa nur 20, 30 Radiostationen haben oder 50 Radiostationen. So haben wir Tausende. Und für den Mobilfunk ist es genauso wichtig. Ja, unsere Mobiltelefone, die loggen sich, ja, wenn Sie hier in Freiberg sind, haben Sie diese Zone, Zelle, da gibt es eine Antenne, die sendet, und wenn Sie ein bisschen fahren ans andere Ende von Freiberg, sind Sie plötzlich in einer anderen Zelle. Ihr Mobiltelefon sucht sich jeweils die stärkste Frequenz raus und sagt dann zu diesem Cell Tower: Hallo, hier bin ich. Ich bin der 0173555512345 und hier ist noch das Geheimnis, mit dem ich mich ausweise. Da gibt es dann so einen Challenge Response Authentisierungsmechanismus. Und dann sind wir da eingeloggt an dieser anderen Zelle. Also die Mobilstation wählt die richtige Zelle aus, indem sie jeweils da, wo sie ist, die Signalstärke misst. Und dann fährt sie ein Stückchen und stellt fest: Ui, der ist ja jetzt ganz schwach, der ist viel stärker, also logge ich mich jetzt da ein. Genauso wie wenn Sie mit Ihrem Autoradio durch die Gegend fahren, der Sender, den Sie ursprünglich drin hatten, hat nur noch gerauscht und war schwer zu verstehen, dann drücken Sie mal auf Sendersuchlauf und suchen sich einen anderen, der stärker reinkommt. Das ist natürlich ein bisschen ein Stress, während wenn man telefoniert, wenn man von einer Zelle in die andere rüberfährt, aber Sie haben es vielleicht schon gemerkt, das geht erst rein. Die technischen Maßnahmen fürs Handover, die machen zwar dem Netz ein bisschen Arbeit, aber die gehen schon ganz zuverlässig. Die Adressbindung ist auch kompliziert, weil wenn Sie hier sind, dann weiß das Netz, wenn Ihre Nummer angerufen ist, dann muss der Ruf hier in diesen, zu dieser Antenne hin, zu dieser Basisstation, und irgendwie muss es rauskriegen, wenn Sie hierhin gefahren sind, dass der Ruf hierhin geleitet wird und nicht mehr dahin. Die Mobilfunknetze machen es heutzutage so, dass sie sich einfach merken, wo sie sind. Und sie müssen sich ständig ummelden. Daraus kann man natürlich noch andere interessante Marketinginformationen gewinnen. Ne? Oh, der ist öfters mal in der Klamottenabteilung vom Kette, dem könnten wir gleich mal Reklame von der Konkurrenz schicken. Also, das ist schon ein Bereich, in dem wir noch die ein oder andere Überraschung gesellschaftlich erleben werden mit dieser überwachenden Adressbindung. Man kann übrigens auch, und das hat diese Firma gemacht, von meinem Freund John, oder ein Mitarbeiter, der da nach Amerika gegangen ist, nachdem er da bei uns gearbeitet hat, auch Spezialantennen bauen, die einen Strahl konkret in eine Richtung auf eine Mobilstation hin bündeln. Das sind sogenannte Phased Array Antennen. Matrix-Antennen könnten wir es vielleicht übersetzen. Die Zelleinteilung, die habe ich jetzt hier so sechseckig hingemalt. Im richtigen Leben ist die Zelle natürlich überhaupt nicht sechseckig, sondern die haben ganz interessante, komplexe Formen, diese Zellen. Am Anfang von der Mobilfunkerei, da haben die auf ihren Messeständen die D1 und D2 und so weiter immer große Karten hängen gehabt. Da konnte man auch ihre Zellstruktur angucken. Da waren manche Zellen eben so ganz lang, entlang von einem Tal. Und manche waren kreisförmig und dreieckig. Und die interessantesten Zellstrukturen gab es da. Das hängt mit dem Gelände, mit der Topologie zusammen. Und das ist, ja, wie mein Doktorvater gesagt hätte, das ist eine schwarze Kunst, das so zu optimieren, dass man möglichst gute Abdeckung mit möglichst wenig mit möglichst wenig Sendetürmen hat. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass man in städtischen Bereichen die Zellen kleiner machen will. Wer weiß warum? Sie können ja auch die MyTU zur Antwort eintippen benutzen. Wer kann sich vorstellen, warum man die Zellen künstlich kleiner machen möchte?
Auf einer Frequenz in einer Zelle können 8 Leute gleichzeitig telefonieren. In der Fußgängerzone tut es das natürlich nicht. Und wenn Sie sich überlegen, wir haben Dresden, die ganze Stadt, 10 Zellen, sagen wir, wir geben jeder Zelle 3 Frequenzen, macht 30 Frequenzen, mit 8 multipliziert, könnten in ganz Dresden 240 Leute gleichzeitig telefonieren. Das erscheint jetzt so intuitiv ein wenig zu wenig. Was man macht ist, man muss die Zellen künstlich kleiner machen, indem man die Signalstärke runterregelt. Wir bauen in Dresden eben nicht 10 Zellen, sondern viel, viel mehr, in der Größenordnung von 100 oder so weiter. Wir müssen uns überlegen, wie viele Telefongespräche wollen wir als Provider gleichzeitig unterstützen. Dann überlegen wir uns, wie viele Frequenzen können wir verteilen. Und dann müssen die Zellen so klein gemacht werden, dass wir mit den Frequenzen, die wir haben, eine vernünftige Paketierung hinkriegen. Da gehen wir natürlich davon aus, dass die überall gleichmäßig verteilt sind. Also müssen wir vielleicht in der Fußgängerzone Mikrozellen bauen, die besonders klein sind, die vielleicht nur 50, 100 Meter Durchmesser haben. Weil wir in der Fußgängerzone sind viele Leute unterwegs, jedes Gespräch bringt Geld, also brauchen wir möglichst viele Gespräche und deshalb werden die Zellen kleiner gemacht. Ja, der Kollege Schiermeier von der Mathematik, der hat sich mal mit Optimierung von solchen Frequenzallokationen beschäftigt. So Simulationssysteme für die Verteilung von Simulation und Optimierung der Verteilung der Frequenzen und der Größenauslegung von solchen Zellen. Ich habe hier nochmal eine kleine Zeichnung, wie das Mobiltelefonsystem, mit dem wir ja heutzutage fleißig telefonieren, das GSM, aufgebaut ist. Da gibt es also diese Zellen hier, nehmen wir mal die da, da gibt es einen Base Station Controller, der Basisstation und mehrere Antennen, Base Transceiver Station. In so einer Zelle, da können wir 1, 2, 3, ich glaube bis zu 10 oder so ähnliche Frequenzen können wir da allozieren. Und da fahren dann die Autos rum, die die Mobiltelefone haben. Übrigens das GSM, das wurde tatsächlich mal konstruiert für insgesamt 4 Millionen Teilnehmer in Deutschland. Und der Glaube war, dass das alles Autotelefone sind. Ich habe da natürlich begleitet mit der Standardisierung, mir das immer mal wieder angeguckt, wie das funktioniert und so, fand ich ganz toll. Und irgendwann ist uns ein Freund meiner Frau begegnet, der hatte so ein GSM-Telefon, das war ungefähr so groß, so ein Klotz, so dick, und er war so super stolz, dass er es in der Hand haben konnte. Das hat sich ganz von der Autotelefonie wegentwickelt. Ich glaube, die GSM-Telefonie geht übrigens so konstruiert, dass man bis zu 250 Stundenkilometer schnell sich bewegen kann. Da funktioniert die Technik noch. Deshalb hat die Bahn übrigens ein anderes System gebraucht, weil es ja in den ICEs auch gehen soll. Und die sollen ja schneller fahren, manchmal zumindest. Ja, also eine Zelle, die zweite, die dritte, die vierte. Die Zellen, diese Base Station Controller, sind an Mobile Switching Center, Mobilvermittlungen angeschlossen. Und was wir hier auch sehen ist, es ist wichtig, möglichst bald ins Festnetz zu kommen. Mobilfunk funktioniert dann gut, wenn wir mit reduzierter Reichweite senden und möglichst schnell im kabelgebundenen Netz sind. Das ist bei Ihren Wireless LANs auch so. Da muss die Station ein paar Meter weit weg sein. Da draußen ist die Basisstation, gibt es hier auch irgendwo eine? Weiß nicht, aber da draußen im Gang hängen welche, im Treppenhaus hängen Basisstationen. Möglichst schnell nach 10, 20 Metern bei den Wireless LANs wollen wir drahtgebunden werden und bei dem GSM, da wollen wir nach ein paar hundert Metern drahtgebunden werden. Dann können wir nämlich gut Frequenzwiederverwendung, alles unterschiedliche Frequenzen hier benutzen.
Hier unten habe ich noch die Kürzelinflation mal schnell ausbuchstabiert und es braucht dann auch noch hier so eine Interworking Function vom Mobile Switching Center zum normalen öffentlichen Telefonnetzwerk. PSTN heißt Public Switched Telephone Network. Als nächstes noch kurz auf den Kanal Satellitenfernsehen, die direktstrahlenden Satelliten, da kann man auch Rundfunk übertragen. Damit kann man auch telefonieren, da kommen wir gleich noch dran vorbei. Da gibt es zum einen diese TV-Satelliten, den Astra und Eutelsat und Hotbird und wie sie alle heißen, ich kenne mich da nicht so genau aus. Der Astra zum Beispiel, der sendet so im Band zwischen 10 und 12 GHz. Das funktioniert so, dass wir hier unten die Programmproduzenten haben, da habe ich mal wieder die Videokamera hingezeigt, und dann haben wir so eine Uplink-Station. Das sind Antennen, na, die sind schon so, na, so Spiegel mit 2-3 Meter Durchmessern, richtig große Spiegel, auf einem soliden Fundament. Insgesamt sind die Dinger dann vielleicht so 10 Meter hoch oder sowas. Und von da aus wird das Programm, viele Programme, zu dem Satelliten hochgefunkt. Und der Satellit, der hat also eine Empfangsantenne und eine Sendeantenne. Da oben im Weltall, da scheint, wenn man es richtig macht, die Sonne immer auf den Satelliten, auf die Solarpanel, die an dem Satelliten dran gebaut sind. Da ist Energie kein Problem, da ist es eher ein Problem, dass die Dinger gekühlt werden müssen, dass es zu heiß wird. Da wird das Signal nochmal verstärkt und dann wird es runtergefunkt auf die Erdoberfläche. Und da unten ist dann am Haus dran die Satellitenschüssel. So ein Satellit, der hat für den Öffnungswinkel von seiner Antenne hier oben einen gewissen Footprint. Und ich habe hier diese beiden konzentrischen Kreise gemalt. Das ist, sei zum Beispiel der innere Kreis, da können Sie Satellitenschüsseln von so 60, 80 cm Durchmesser verwenden. Im äußeren Kreis müssen Sie eine Schüssel mit einem Meter 20 nehmen, da ist das Signal schwächer. Das sieht man auch, wenn man in Portugal im Urlaub ist, da haben die Leute alle ziemlich große Schüsseln auf dem Dach stehen oder auf der Garage, die sind am Rand vom Footprint, die haben also so 1,20 Meter Antennen, wenn die stehen. Und bei uns tun es 60 cm, 80 cm Antennen gut. Ja, also das ist Uplink und Downlink. Die TV-Satellitenantennen, Satelliten und die Antennen, die sind starr ausgerichtet auf einen Punkt am Firmament. Das heißt, der Satellit muss immer an derselben Stelle sein. Darüber kann man entweder Fernsehen in Empfang nehmen, es gibt aber auch welche, Very Small Aperture, schmale Öffnung, die einen kleineren Footprint haben, die kann man ausrichten lassen. Die Fernsehleute lassen sich solche Kanäle schalten oder die Soldaten, die haben ihre eigenen Satelliten da oben und lassen sich dann so Kanäle wirklich schalten, indem der Satellit ausgerichtet wird auf ein bestimmtes Gebiet am Boden. Dazu braucht man dann natürlich auch eventuell eine Antenne, wenn man den Satelliten hier oben am Firmament verschiebt, irgendwo, also muss man einerseits die Antenne hier bewegen, aber andererseits eventuell vielleicht auch den Satelliten oben verschieben, muss man vielleicht die Antenne auch noch anders ausrichten. Meistens geht es aber hier mit diesem Antenne verändern. Der Inmarsat ist eine Satellitenkommunikation, so Telefonie und sowas zu Schiffen auf dem Atlantik oder auf dem Pazifik. Das hier oben sind die Transponder, bedeutet, dass wir hier rauf schicken, Empfang nehmen, also hier der Transponder nimmt den Empfang, demoduliert, setzt also um die Basisfrequenz ins Basisband, regeneriert das Signal, moduliert es wieder und schickt es hier runter. Wie gesagt, Stromversorgung ist eigentlich kein Problem da oben. Es gibt schon lange solche Fernmeldesatelliten als Relaisstationen. Einer der ersten war dieser Telstar, so Fußballgröße. Die Intelsat-Satelliten gibt es schon lange, die kann telefonieren, 64 Kilobit. Wenn der Reporter Karl Seltsam aus Afghanistan oder so berichtet, dann ist das gerne mal so eine Verbindung 64 oder sonst was.
Man überträgt aber auch mit solchen Satelliten Fernsehrelaisstationen, also so Übertragungen, wenn man eine Sportveranstaltung oder sowas ist, in den Vereinigten Staaten und das soll nach Deutschland übertragen werden, dann mietet sich das Fernsehen, zum Beispiel so ein Satellitenkanal, für eine Fernsehübertragung. Dann wird also von dem Empfänger, von der Aufnahmecrew in Amerika oder meinetwegen auch in Italien oder sonst wo, das Signal zum Satelliten hochgeschickt und von dem Satelliten runter in die Sendeanstalt in Mainz oder Berlin oder sonst wo. Ich komme jetzt noch, also Fernsehrelaisstrecken. Ich möchte jetzt noch kurz auf die Satellitentypen kommen. Da gibt es im Wesentlichen drei Sorten. Die GEOs, die Geostationary Orbiters, die müssen auf einer geostationären Bahn fliegen. Geostationäre Bahnen, die gibt es in einem Orbit von, in der Umlaufbahn, von 35.786 Kilometern. Wenn Sie eine dicke Rakete haben und schießen Ihren Satellit, der wiegt ja schon ein paar Tonnen, so ein Vermeldesatellit, auf diese Bahn, dann bleibt der von der Erdoberfläche aus immer am selben Punkt. Aber nur auf solchen Bahnen. Wenn der eine niedrigere Bahn hat, zum Beispiel hier bei 6.000 Kilometern oder bei 12.000 Kilometern, dann hat der Umlaufzeiten von 4 bis 12 Stunden. Also die Erde dreht sich und der Satellit dreht sich viel schneller. Diese hier, da dauert es 1,5 bis 2 Stunden, wenn die niedriger sind, bis sich der Satellit einmal um die Erde gedreht ist. Ja, also Sie sehen den Satelliten, eine Stunde später ist er weg, hinterm Horizont, und nach ein paar Stunden ist er wieder da, nach 3 Stunden oder so ähnlich. Also naja, eher 2,5 Stunden. Wenn er 2 Stunden Umlaufbahn hat, die Erde hat sich auch ein bisschen weiter gedreht, dann kommt er ein bisschen später wieder vorbei bei uns. Und wir können ihn wieder für eine halbe Stunde oder so sehen. Die hier, die geostationären, da können wir unsere Antenne ausrichten, so wie wir es beim Astra oder sowas machen. Astra ist, glaube ich, 19,2 Grad Ost und so, weiß nicht, 50, 55 Grad Winkel, also Höhenwinkel, der ist immer da, wir können die Antenne festschrauben. Andere Satelliten, da müssen wir die Antenne nachführen. Und wenn Sie so einen Funkübertragungswagen sehen, vom Fernsehen, die haben manchmal so Nachführmechanismen dabei, damit die zu einem Satelliten, der auf geringerer Höhe um die Erde fliegt, übertragen. Warum nimmt man geringere Umlaufbahn mit geringerer Höhe? Die sind billiger. Einen Satelliten auf 700 Kilometer zu schießen, ist viel, viel billiger, als einen auf 35.000 Kilometer Umlaufbahn zu bringen. Da braucht man mehr Energie, dickere Rakete. Also für die Astras, die werden ja so mit irgendwelchen Ariane 4 und 5 Raketen da hochgeschossen. Für solche da sind auch kleinere, schäbige Raketen möglich. Um komplette Abdeckung, Kommunikation auf der ganzen Erdoberfläche zu ermöglichen, braucht man von dieser Sorte so 3 bis 4 Stück am Firmament auf der geostationären Umlaufbahn. Bei denen hier so 10 bis 15, Sie müssen dafür sorgen, dass immer einer über Ihnen ist, ne? Über dem Teilnehmer. Und bei denen hier so größer als 40. Hier sind dann die Anzahl Zellen, die sich ergeben. Sie können die Zellen nicht so klein machen. Hier bei denen kann man ungefähr 800 Zellen auf der Erdoberfläche einrichten und bei denen mehr als 3000. Ja, die Verzögerung kommt dann natürlich auch dazu. Das haben wir ja schon ausgerechnet. 35.000 Kilometer hin, 35.000 Kilometer zurück, 70.000 Kilometer. Ausbreitungsgeschwindigkeit irgendwie 240.000 Kilometer pro Sekunde und schon sind wir so bei 300 Millisekunden rauf und runter. Die haben es nicht so weit, sind also schneller wieder da und die hier haben es der Weg noch kürzer. Es gibt Satellitentelefoniesysteme für diese Low Earth Orbiters. Das ist zum Beispiel das Iridium. Iridium ist so ein System, das Motorola mal aufgebaut hat mit, ich glaube, 88 Satelliten oder sowas ähnlichem, die ja über die Erde sich bewegen, sodass man mit denen telefonieren kann. Das war mal als so
so Kommunikationssystem gedacht für Leute, die viel auf der Welt unterwegs sind, auch mal in abgelegenen Gebieten, aber heutzutage gibt es ja im hintersten Winkel der Welt noch GSM. Also die Verbreitung von unserem erdgebundenen, erdgestützten Mobiltelefoniesystem ist gut genug, dass wir das eigentlich, ja, dass man das Iridium nicht so dringend braucht, und deshalb ist da auch nichts draus geworden. Da hätte auch die Minute telefonieren irgendwie $5 gekostet. Und man musste sich so, das Telefon sah eigentlich ähnlich aus wie ein normales Telefon, aber man hat hinten dran noch so eine Antenne gehabt, die irgendwie so ausgesehen hat wie so zwei Bierdosen übereinander. Ziemlicher Eumel, geht bestimmt nicht in die Tasche rein. So, jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das da müssen wir das nächste Mal machen, und dann geht es auch schon mit dem nächsten Kapitel weiter. Aber das ist ja, ich glaube, morgen um 11 sehen wir uns wieder hier. Ne? Auf Wiedersehen.